Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Hier stehen wir und wir wollen jetzt mal hier den Lord Cardigan den ein Köpfchen kürzer machen. Der ist nämlich ein ganz, ganz böses Menschlein, der meine Pläne hier torpediert. Das können wir so nicht akzeptieren. Dem müssen wir jetzt mal kurz die Leviten lesen. Ha! Der kriegt dann auf den Sack. Die Fracht des Kontos lassen wir kurz liegen. Ich will mich da oben hin. Da oben den Lordy, the Cardigan, der dritte. Auf geht's. Der ist jetzt hier fällig. Attacke. So, kann ich da mal hoch? Kann man da mal hochgehen? Ja, das ist doch sehr gut. Guck mal da. Haben sie wohl schon oben? Kannst du, schau mal einer, guck. Des Amtsvergehens angeklagt. Jacob plant im Parlamentsgebäude ein Attentat auf den Earl of Cardigan zu verüben. Der Early Boy. Ah, nee, stimmt, das war wer anders. Early Boy war wer anders. Hallo. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Jawohl. Da wären wir. Minister, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Korrupter Polizist als eine Tarngelegenheit und Politiker Unterstützungsgelegenheit. Okay, fortfahren. Dann schauen wir doch mal, wie wir hier klarkommen. Gehen wir mal darüber. Erkunden erstmal die Geschichte hier. Da oben wäre ein Eingang, habe ich gerade gesehen. Da ist ein Eingang. Da draußen ist die Chance für ein einzigartiges Attentat. Die sehe ich nämlich immer ganz gerne mit. Erstmal holen wir uns die Chance für ein einzigartiges Attentat. Keinen Polizistentürmen nicht vom Ziel entdecken lassen. Okay. So. Wer ist denn hier so? Diverse Polizisten identifizieren. Einfachen Zugang zu Parlament. Wachen werden aus dem Weg gehen. Strategie, den Polizisten gefangen nehmen. Okay. Und dort haben wir den Minister. Schalte ich einen einzigartigen Attentatfall. Lord Cardigans Passwort stehlen. Okay. Ich würde sagen, wir starten mit dem Passwort. Das ist, glaube ich, so der Idealfall. Gefangen nehmen, stehlen. Okay. Gehen wir mal darüber. Keinen Polizisten töten, das wird interessant. Das wird sehr interessant. So, gehen wir mal hier rüber. Sperrgebiet verlassen. Da unten das Passwort stehlen. Nur mal kurz gucken. Da ist ein Polizist, okay. Das ist gefährlich, aber das schaffen wir schon irgendwie. Kann ich... Ah, da ist ein Häuflein. Da gehen wir doch mal kurz hoch. Dann kann ich mich da in den Haufen fallen lassen. Ach, wir gehen einfach auf den Big Ben drauf. Also, hi, welcome to the Big Ben, I'll be your guide. So, ich möchte keinen Parkourlauf machen, ich möchte gerne einen Todessprung tun. Der war doch nicht von schlechten Eltern hier. Na also, da ist unser Ziel, da sind diverse Polizisten. Okay, gucken wir mal, wie wir ihn da bestehlen können. Wir... Entschuldigung. Ignorieren Sie mich. Ganz Entschuldigung. Ignorieren Sie mich doch einfach. Ich tue Ihnen doch nichts. Shit. Weg. Oh, nee, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ach. Damn it.
Wieso hat er gesagt, sich umgedreht, ne? Das wäre so einfach geworden. So, nochmal das ganze Spielchen. Ich will das jetzt mal vernünftig machen. Okay, jetzt ist er da. Oh, hi. Okay. Oh, wie hat er mich denn schon wieder gesehen, der Vogel? Oh, meine Güte. Komm, jetzt stehlen. Sehr gut. Haben wir? Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Okay, wir haben das Passwort. Jetzt muss ich den Polizisten gefangen nehmen, der dort gerade rausgelaufen kommt. Einfach den Polizisten gefangen nehmen. Für einfachen Zugang. Okay. Ich bin gerade unentdeckt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Nochmal kurz hier alle Polizisten identifizieren und markieren. Okay. Dann wollen wir mal. Da ist einer. Shit. Nein, nicht niederschlagen. Nein! Ich Idiot. Entschuldigung. Ja, das ist schon mal schief gelaufen, ne? Wenigstens haben wir das Passwort, aber das ist schon mal schief gelaufen. Okay. Ah, Laura, wie kommen wir jetzt da rein in die Geschichte? Sie ist noch zu weit weg. Da ist ein Eingang. Okay. Die Kollegen dort. Gut. Den einfachen Eingang haben wir uns jetzt hier verbockt. Das macht aber nichts. Komm mal her. So. Locken wir die Herren hier mal raus. Falsche Waffe. Das Wurfmesser brauche ich. So, Kollege. Interessiert das gar nicht, dass sein Freund da gerade mal abgemetzelt wurde. Da stimmt was nicht. Komm mal her, Freundchen. So. Und das auch. Da sind die Gegner. So. Alles in Order. Jetzt sprechen wir doch mal mit dem Kollegen hier. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Ultra diskret. Natürlich. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Ich tue doch nichts. Hallo.
Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Okay, jetzt geht er weiter. Sehr gut. Eine meiner Lieblingsverkleidungen ist die einer alten Lady. Meiner Mutter nachempfunden. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Sie war eine knallharte Frau. Hatte ein kleines Problem mit der Gesichtsbehaarung. Wir haben es als Puppenhaar verkauft. Eindringling! La 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 la. Bitte sagen Sie mir, wenn ich zu viel rede. Ich habe manchmal so Anwandlungen. Of course not. Do you know who might benefit? Erledigen wir ihn! Ah, jetzt geht's! Wenn ich dich fange, wird es dir noch schlechter ergehen. Okay, erledigt. Ist alle tot. Wir können weitergehen. Alles gut. Freundchen, ja, der ist tot, ich weiß, aber wir können jetzt trotzdem weitergehen. Sollen wir ihn mal tragen, dass er hier. Komm, wir verstecken den mal hier drin. Schön da rein. So, sind wir wieder. Oh, jetzt ist der noch. Der ist jetzt auch noch. Okay. Das ist auch noch zu viel. Also er kann nicht so. Der kann kein Blut sehen. Das ist das Problem. So. Ist alles wieder gut, mein Freund? Alles wieder in Order? Da ist keiner mehr. Den kannst du wieder. So. Dankeschön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, verstecken. Und auch hier nochmal. Komm mal her, du da, liebe Dame. Tragen. Auch dich verstecken wir mal kurz. So. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Hier, komm. Ist alles wieder in Ordnung. Sogar der Blutfleck ist gerade auf wundersame Weise verschwunden. Da hinten wollen wir hin, okay. Passwort geben. Sicherlich werden solch standhafte Verteidiger Britanniens wie Sie. Wir haben einen Eindringling! Israelis Anhänger haben sich nach dem Attentatsversuch versammelt. Verzeihung, bitte? Ohne Kennwort kein Zutritt. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin ein Mitglied des Parlaments. Kennwort. Balaklava. Bitte. Minister Hacker, einen Moment. Nun dann, diskutieren wir das wie. Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal? Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider! War es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin
und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Ja, leider bin ich hier etwas unforsch vorgegangen. Okay. Guck mal, wer hier noch so rumsteht und wer hier noch so Ärger will. Politiker, spürt das Ziel auf, ein bisschen laut. Das haben wir ja getan. Okay. Wie komme ich jetzt aus diesem Gebäude hier raus? Ich denke mal, ich muss mich hier durchkämpfen. Kriege ich vielleicht den Kollegen hier? Okay. Das ist erledigt. Da lang. Ah, warte, wenn ich gleich hier links abbiege, müsste das gehen. Hallo? Wo ist das Vögelchen? Komm zum Vögelchen. Okay, hätten wir das. Dann, guten Tag, Eingang, hi. Dann wollen wir hier mal raus aus der Geschichte. Hier oben haben wir ja schon alle umgebracht. Von daher geht das. Moment, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ah, ich muss. Wo muss ich jetzt lang? Doch in die Richtung hier? Wo bin ich denn jetzt gerade hier? Hier bin ich. Okay. Ich muss also so in die Richtung irgendwie. Die Richtung. Okay. Jetzt habe ich mich orientiert. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Kurze Orientierung und schon ist alles wieder in Butter. Gut. Dann haben wir die Sequenz 7, glaube ich, auch durch. Das war die letzte Mission von Sequenz 7, wenn ich es richtig habe. So, kurz nochmal rutschen. Und dann hoch da, wenn das gehen würde. Es geht leider nicht. Oh, oh, aua, aua, oh Gott, aua, 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 oh Gott. Das war knappig. Das war aber ganz knappig. So. Raus hier aus der Geschichte. Und Thema erledigt. Haben wir doch gut gemacht, ne? Bis auf die eine Geschichte da. Alles erledigt. Die Blackguard-Tracht haben wir auch noch bekommen. Das war doch gar nicht so schlecht. Hallo. Und welcome back to the next sequence. Außerdem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ein Brief.
Für mich? Damit sind wir angekommen bei der Sequenz 8. Heieiei. Aber die werde ich erst in der nächsten Folge starten. Dann starten wir dann schließen wir die Sequenz 7 hiermit offiziell ab und auf geht's zu Sequenz 8, womit dann der Lord Starek unser nächstes Ziel ist. Den machen wir fertig, den machen wir kaputt und dann ist hier schlussendlich mit Lust. Wisst ihr Bescheid? Also, vielen Dank fürs Einschalten. Habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.